Jo, herzlich willkommen bei Skyrim. Heute habe ich mal die Sendung in langer Hand vorbereitet und Zutaten gesammelt für meine Trophäen in Helgen. Und ich habe Silvia dabei, weil ich jemanden brauche, der mir hilft, das Zeug zu tragen. Das kann ich nicht alles alleine schleppen. Und Silvia hat eben geholfen, den ersten Drachen zu erlegen. Bin immer noch außerdem da. Haben wir gegen Mammute gekämpft, gegen Riesen, wie man sieht, außerdem gegen Wölfe, Horker, Banditen, Säbelzahn, Tigerpilze, alles um diese Zutaten zusammenzubringen. Ja, und die werden wir jetzt mal verarbeiten. Ich glaube, ich habe genug Zutaten beisammen, um ordentlich was bauen zu können. Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, sind Zutaten, Dwemer-Zutaten und Falmer-Zutaten. Da könnte man auch noch was machen. Und was ich auch noch nicht genug habe, sind Hexenrabenfedern und Hexenrabenklauen. Eigentlich könnte ich noch mal einen Abstecher nach Markrat machen und schauen, ob die Hexenheilerei die im Sortiment hat. Das mache ich auch. Ich bin direkt hinter euch. Mache ich das offscreen? Ach was, zeigen wir es halt. Frisst kein Brot. Können wir ruhig machen. Ich habe jetzt bestimmt eine Stunde lang offscreen Zutaten gesammelt. Diesen einen Besorgungsgang zeige ich euch. Und dann sehen wir auch mal wieder Markart. Komme ich ja momentan relativ selten hin, weil ich nur noch Helden im Kopf habe. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich komme ich wieder nachts an. Das ist ein bisschen lästig. Ich war auch in Weißlauf, in Windhelm einkaufen und habe geschaut, was ich da beim Händler finden kann. Aber das war nicht sehr ergiebig. Deswegen habe ich mich entschieden, ja, die Mammute und so weiter in der Landschaft zu erledigen. Hey, schön. Ich komme mal nicht nachts an. Das ist mal klasse. Und die Hexenheilerei müsste eigentlich das da oben sein. Anfangs fand ich ja Markrat extrem unübersichtlich. Aber halt, wieso? Moment. Ah, jo, gut, warten wir eine Stunde. Eigentlich müsste ich nur 4 Minuten warten, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich jetzt so. Und dann hoffe ich, dass die Zutaten hat, die ich brauche. Botella. Ihr seht krank aus. Ich hoffe, was? Es ist nicht ansteckend. Ich dann seid ihr also ein Alchemist. Ich war so dumm. Wie konnte ich nur zulassen, dass er mich so ausnutzt? Gilt Hühnerbrust, dann brauche ich Hexenrabenfedern. Eine und 2 Klauen, das läuft gut. Und ich glaube, ich brauchte noch Trollfett. Da habe ich zu wenig. Moment, wie viel habe ich denn jetzt davon? Das brauche ich alles. Ein Trollfett bräuchte ich noch. Ansonsten hätte ich genügend Zutaten. Ich brauche, glaube ich, noch. Moment mal kurz meine Bauanleitungen anschauen. Alle Trophäen können wir nicht bauen. Wie gesagt, mir fehlen. Also, das auf dieser Seite kann ich alles bauen. Dann den Hirsch kann ich bauen. Horker kann ich bauen. Hexenraben. Fehlen mir noch 2 Hexenraben. Federn. Falmer nicht, Chauri auch nicht. Die Centurio, die Dwemer-Sachen kann ich nicht bauen. Ich brauche noch einen Trollfett, dann kann ich das Trollzeugs bauen. Drachen habe ich genug, Drachenknochen. Schlammkrankenschittin habe ich nicht. Bärenklauen, Bärenfälle habe ich. Säbelzahntiger habe ich auch, also ihr seht schon... Nun sagt mir, ob ihr ein Heilen... Wir alle werden benutzt, Liebes. Erwachsen werden bedeutet, damit zurechtzukommen. Ich hätte noch Trollfett bei mir im Haus, aber... Es gibt so viel über den Laden zu lernen. Das kann ich mir niemals alles merken. Ich brauche sowieso noch Hexenrabengedöns, deswegen gehe ich nochmal woanders einkaufen. In Einsamkeit war ich noch nicht. Dann tun wir das mal. Ist ja nicht allzu weit weg von hier aus. Da Einsamkeit und rüber. Dann hoffe ich... Das Problem ist, Hexenrabenzeugs, das brauche ich immer für Verzauberungstränke, deswegen habe ich davon nichts gehamstert. Das brauche ich sehr häufig.
gucken. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Ja, es ist die zweite, die mich darauf anspricht. Was habe ich mir denn schon wieder eingefangen? Waffenfähigkeit verringert, Felsenhaxe. Ja, ich habe ja Heiltränke dabei. 7 Stück, glaube ich, jawohl. Da waren es ja noch 6. Und dann schauen wir mal, ob die uns um diese Uhrzeit was verkauft. Hallo. Ah, willkommen in Angelas Aromalädchen. Nö, tut sie nicht. Dann warten wir mal einen Tag lang. Komisch, dass der Laden offen ist. Wir können aber nichts kaufen. Das ist sehr seltsam. Andernfalls müsste ich auf Hexenrabenjagd gehen. Das muss ich mir überlegen. Welche Kräuter dürfen es denn sein? Braucht ihr? Also, was braucht ihr? Vielleicht eine Prise hier. Dann warten wir halt noch eine Stunde. Kurzi Mutti. Und ein wenig davon? Bist du hallo? Denkt an mich, wenn ihr das. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Ja, ja. Willkommen in Schlawiner. Dann seid ihr also ein Alchemist? Nein. Hexenrammfedern und Klauen. Und Trollfett? Ja, gut. Wenigstens das ist erledigt. Ich brauche immer noch eine Hexenrammfeder. Für die Informationen. Immer noch eine Hexenrammfeder. Ich habe schon überlegt, ob ich weiß, wo es Hexenrammen gibt. Ist mir zu aufwendig. Ich versuch's mal in Falkenring. War doch auch. Da bin ich dann wenigstens in der Nähe von Helgen. Dann schauen wir mal, ob in Falkenring noch eine Hexenrabenfeder auftreiben können. Also die heutige Sendung vorzubereiten war ziemlich zeitaufwendig. Die Zutaten zusammensammeln. Das hier, was ihr hier jetzt gerade mitbekommt, ist nur ein Bruchteil. Also praktisch die letzten Kleinigkeiten. Und wenn ich mich recht erinnere, war der Alchemieladen hier dieses Gebäude. Aber wieder mal nachts, ne? Das ist doch zum Auswachsen. 7, 8, 9, 10, 10 Stunden reichen. Wenn nicht, schaue ich mich hier im Laden um und gucke, ob ich eine klauen kann. Das dürfte wohl keinen Unterschied machen. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Hexenrahmenfeder, bitte. Ja, genau. Die nehmen wir gleich mit. Das wären 6 Verzauberungstränke. Ups, jetzt habe ich einmal zu oft dran geklickt. Trollfetch, das ist ja wirklich reich. Schlammkrabben-Chitin, das brauche ich doch auch für eine Trophäe. Oder? Dann gucken wir mal ganz kurz. Da, Schlammkrabben-Chitin. Genau, haben wir jetzt auch. Ich mal. Gut, dann gehen wir nach Helgen und Bounty, bevor wir den eigentlichen Auftrag anfangen. Wir wollen ja auch sehen, dass das Fortschritte macht. Ne? Patsy müssen wir dafür ansprechen. So, ungefähr hierhin. Der steht zentraler. Brauche ich nicht so weit laufen dann.
Petsy finde ich wahrscheinlich unten. Ja, genau. Da sollte ich vielleicht den Hintereingang nehmen. Bin ich schneller unten. So. Bin immer noch da. Das sind die Wachen. Wer bist du denn? Irgendwie kenne ich dich. Auf jeden Fall arbeiten sie wie bekloppt. Man sieht hier also, es tut sich was. Da will ich gar nicht hin. Da steht schon ein Gebäude. Das Wirtshaus ist das, ne? Helden in Astras Helden. Ja, das ist schon mal fertig. Sehr schön. Die Maut macht Fortschritte. Da steht zumindest schon ein bisschen was wieder. Das brennt noch. So, ich will aber eigentlich auf dieses Tor rauf und den Hintereingang verbinden. Den da. Na? Das kann doch nicht so lang dauern. Ja, ich bin die langen Ladebildschirme immer gewöhnt, man merkt schon. Dabei war der gar nicht so lang, wenn man mal vergleicht. Früher mehrere Minuten. Und muss jetzt Petsy finden. Wer bist du denn? Manara sagt mir nichts. Das sind auf jeden Fall Schlafplätze. Komfortabel ist das hier nicht. Da will ich aber nicht hin. Ich denke, ich muss in die andere Richtung. Auf jeden Fall ihr kommt braucht hier etwas Leben rein. Das ist schön. Also man merkt wirklich, das ist eigentlich. Was ist das? Falco? Horst? Nein, ich brauche Petsy. Falco halten sie also immer noch gefangen. Ich würde ihn in der Zelle sperren. Und nicht da, obwohl, bequem hat es bestimmt nicht zur Zeit. Petsy. Ist das Petsy? Nee, das ist Markus. Bist auch nicht Petsy? Sieht anders aus. Wenn ich Petsy wäre, wo würde ich mich verstecken? Ich habe gedacht, ich weiß, wo der ist. Ich dachte, der ist da hinten, aber war wohl ein Irrtum. Dann ist er wohl da irgendwo. Ja, sag mal, der wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich suche ihn mal offscreen. Bis gleich. Oh, hello. Is there something that you need? So, wir haben ihn gefunden. Er ist im Gasthaus. Das ist gut. Dann brauche ich ihn in Zukunft mal lang suchen. Da hat jetzt irgendwas geleckt. Übrigens, das ist das Gasthaus. Das haben wir ja vorhin kurz von außen geschaut. Vielleicht schauen wir uns oben nochmal ganz kurz. Ich bin direkt hinter euch. Ja, schön. Aber ich will eigentlich mit Petsy sprechen. Halt, ich brauche erstmal Silvia. Sie muss mir die Sachen geben, die ich ihr ins Inventar gelegt habe. Ich gebe euch Deckung. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Ich nehme dir jetzt mal die Drachenknochen ab. Den Drachenpfeil, die Drachenschuppen. Jo, genau. Geht ihr? Dann haben wir ein sagenhaftes Gewicht von 980 Draglast. Ja, also hab schon überlegt, ob ich das mit dem Etrial Horse löse. Damit kann ich ja auch in Gebäuden reiten, wenn ich will. Aber ich glaube, mit Begleiter war es doch gescheiter. Hi, what can I do? Fine day to you. Ich möchte, dass ihr etwas für mich macht. Hi, what would you like me to make for you? Einen Bären. Sure thing.
Should be ready in a day or so. Du trägst zu viel. Moment, ich möchte, dass wir etwas für dich machen. What would you like me to make for you? Ein Säbelzahntiger. Sure thing. Should be ready in a day or so. what would you like me to make for you? Einen Frostdrachen. Sure thing. Should be ready in a day or so. Du machst einen Frostdrachen in nur einem Tag, das ist ja... what would you like me to make for you? Ein Ronzerdrachen. Sure thing. Should be ready in a day or so. Ich möchte, what would you like me to make for you? Ein Mammut. Sure thing. Should be ready in a day or so. What would you like me to make for you? Zweigling. Sure thing. Should be ready in a day or so. Ich möchte uns what would you like me to make for you? Einen Riesen. Sure thing. Should be ready in a day or so. What would you like me to make for you? Einen sure Hocker. Thing. Should be ready in a day or so. Ich möchte. What would you like me to make for you? Wölf, sure thing. Should be ready in a day or so. Ich will. What would you like me to make for you? Hexenrab. Sure thing. Should be ready in a day or so. Ich möchte. What would you like me to make for you? Einen Höhlentroll. Sure thing. Should be ready in a day or so. Ihr könnt ja oben links sehen, was wir like Zutaten dafür you? Rauskommen aus dem Inventar. Ein Sumpfdrache. Sure thing. Should be ready in a day or so. Drachenschuppen. Kann ich jetzt nicht. Ich glaub, like das make for you? Irgendwie beim Troll hätte noch einer sein müssen. Das muss ich mir nochmal angucken. Da fehlt mir jetzt wahrscheinlich ein Teil dazu. Vielleicht ein Trollschädel, habe ich vielleicht nicht aufgepasst. Gucken wir uns das mal an. Troll. 4 Trollfett, ein Trollschädel. Den Frosttroll, den haben wir gebaut. 4 Trollfett. Ein Trollschädel. Ach, das ist auf der nächsten Seite. Das ist ja... wir machen keine halben Sachen. Während der Tag verstreicht, wo gibt's denn Trolle? Mir reicht eigentlich ein Trollschädel schon. Den ich jetzt gerade verwendet habe, den habe ich gekauft bei Peletor in Weißlauf. Das erledige ich jetzt offscreen. Wir sehen uns, sobald ich einen Trollschädel aufgefunden habe. So, ich habe einen Trollschädel ausfindig gemacht. Peletor hatte keinen mehr. Und zwar im Zimmer von Kotlak Weißmähne in Jorvaskr. Das wäre allerdings Diebstahl. Da mache ich jetzt mal F5. Hat keiner gemerkt. Aufgabe erfüllt. Also falls ihr einen Trollschädel sucht. Ich habe mir nämlich gedacht, Trollschädel, Trophäe, Krieger, Jorvaskr. Also das war meine Schlussfolgerung. Und da habe ich nicht einmal lange da gebraucht. Ich habe da vielleicht 5 Minuten gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, seit ich die Pause-Taste gedrückt habe. Und ja. Hat funktioniert. Das nächste, was ich versucht hätte... Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskr, solange ich zurückdenken kann. Ich glaube mich nämlich zu erinnern, dass in Burg Wojkiha, in dem Alchemieraum, in dem geheimen Raum von Serranos Mutter, auch ein Trollschädel lag. Also das wäre das nächste, wo ich nachgesehen hätte. Aber gut, war ja nicht nötig. Ne? Ich glaube, da lag auch einer... Wenn du da dann irgendwo deine. Ich bin direkt hinter euch. Da war doch ein Tisch mit einem Haufen Knochen und da, wo auch dieses zerstoßene. Wo auch dieser zerstoßene Drachenknochen oder was das war, was wir für die Quest gebraucht haben. Und da lag sowas. So, dann also nochmal zu Patsy. Ich hätte natürlich auch nach einem Troll suchen können, aber ich glaube, die droppen gar keine Trollschädel. Die droppen immer nur Trollfett. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich beim Troll schon mal einen Trollschädel im Loot gehabt hätte. Deswegen habe ich das auch gar nicht erst probiert. Wir brauchen jetzt die Taverne.
Festung Helden, Gasthaus Helden, genau in die andere Richtung. Aha. Gut. Ist ja nicht weit weg von meinem Wohnturm, das ist ja direkt praktisch. Dann hoffe ich, dass wenn wir gleich rausfinden, ob ein gestohlener Trollschädel auch geht. Ansonsten müsste man den Trollschädel eigentlich waschen können, sozusagen, indem man ihn bei einem Hehler verkauft und wieder zurückkauft. Ich möchte das etwas machen. What would you like me to make for you? Einen Frostroll. Should be ready in a day or so. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Jetzt? Ich bin direkt hinter euch. Schauen wir uns mal oben um. Und dann verbringen wir mal einen Tag und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Grüße. Grüße, ja. Ist das genau? Schlafen, Bett, 24 Stunden. Ja, billiger Schlafplatz, aber manchmal reicht es ja vollkommen. Und dann müsste eigentlich in meiner Wohnhöhle sich einiges getan haben. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Ich meine, wofür machen wir sonst den Helden wieder Aufbau, wenn nicht dafür? Ne? Bis jetzt, ja, ich weiß ja auch, bis jetzt gab es in dieser Folge keine spannenden Kämpfe. Ihr braucht etwas? Weil die Kämpfe, die ich gemacht habe, die habe ich offscreen gemacht. Um euch nicht zu sehr mit der Lauferei zu belästigen, vor allem. Ich bin jetzt bestimmt schon über eine Stunde unterwegs in Skyrim und habe nur Zutaten gesammelt. Jo, dann schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt, was sich geändert hat. Aha, in der Empfangshalle jedenfalls nicht. Ich vermute, dass das alles im Keller ist. Aber bevor ich jetzt da runterlatsche und mir an Wolf lauf. Also das könnten die Trophäen sein. Da Bär. Das ist aber kein Hirsch. Ein Elch war nicht auf der Liste. Das hätte ich vielleicht vorher mal vergleichen sollen. Ich gebe euch Deckung. Wolf? Keine Ahnung, ich habe das irgendwie anders verstanden. Wölfe hieß es doch. Mit Wolf. Diesen Knopf sollte man Rüstungspuppen aktivieren. Ich mache das jetzt mal. Aber ich denke, ich werde diese Rüstungspuppen nicht verwenden, weil in der Anleitung, in dem Buch, nämlich eine Warnung drin ist, dass wenn man auf diesen Knopf draufdrückt, wenn die Puppen das Zeug anhaben, dann verschwindet das im Nichts. Vielleicht sollte ich die Puppen lieber deaktivieren, die sind nackt. Das passt mir jetzt gerade nicht. Das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Ich blende das mal ganz kurz aus. Bis gleich. Ah, prima. Ein zweiter Druck auf den Knopf hat die Puppen wieder verschwinden lassen. Sorry, aber kann ich einfach nicht machen. Das ist Jugendschutz und so. So, ich gehe jetzt mal da runter. Und ich nehme an, dass diese Höhle da unten jetzt voller Trophäen ist. Jo, also einmal da diesen... Genau, da haben wir die Hexenrahmen-Trophäe. Ja, schaut ziemlich wild aus. Die waren schon. Sind sie das gar nicht etwa?
Ja, ich kenne mich hier unten noch nicht wirklich aus, muss ich sagen. Warte mal. Da war doch noch eine viel größere Höhle, muss ich mich oben noch bauen. Hier mal nicht. Also Platz hätte es ja hier für Waffen ohne Ende. Und da ist ja auch keine Warnung in der Anleitung. Da kann scheinbar nichts passieren. Aber da, wenn ich jetzt auf den Knopf gedrückt hätte, die Puppen hätte verschwinden lassen, wäre die gesamte Ausrüstung dieser Anhütte mit verschwunden. Ja, hallo? Ah, ich suche den mal offscreen. Meine Güte, eigentlich ganz einfach. Direkt gegenüber vom Eingang. Also, man kommt hier rein und dann braucht man eigentlich nur darauf. Das hätte mich jetzt echt fast gebissen. Und dann ist man auch schon da. Da hat man dann den Magierstein. Und, ah, da sind sie ja, die Trophäen. Jetzt schaut euch das mal an. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? 1, 2, 3, 4 Drachen. Dann da unten der Riese und das Mammut. Hier hinten der Horker, zwei Wölfe, so, Sylvia nimmt den einfacheren Weg. Dann haben wir da den Drachen. Also einen Drachen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Ich würde sagen, Feuerdrache, das da müsste eigentlich Alduin sein, ne? Also ein Modell Alduin. Dann haben wir hier noch einen Frost. Warte mal, ganz kurz gucken, wie hießen die da? Bronzedrachen, Frostdrachen und Sumpfdrachen sind das. Dann wird der rötliche da wahrscheinlich da drüben Bronzedrache sein. Schlachtruststein, mein Lieblingsstein in Skyrim. Und dieser grüne, der sieht nach Sumpf aus, ne? Da haben wir einen Troll. Wie komme ich denn da rüber? Das ist ja, ein Troll, ich weiß nicht gar nicht. Einer hieß Eistroll oder so ähnlich. Das wird dann wohl der hier sein. Und das andere ist ein Troll-Troll. Von der trolligen Art. Und was haben wir da drüben? Säbelzahn, Tiger und ein Bär. Nicht schlecht. Gut in Szene gesetzt, ja. Aber ich nehme an, das sind die Figuren, die man auf den Ladebildschirmen immer sieht, diese dreidimensionalen Abbildungen. Vermute ich mal, dass der irgendwie einen Weg gefunden hat, die hierher zu projizieren. Sieh, wir gehen halt einfach auf den Weg. Unglaublich. Guckt mich an. Was ist? Ich weiß gar nicht, was los ist, Schatz. Schade, dass da nicht noch irgendwie ein Drachenschrei oder so verborgen ist. Das wäre ja dann die Krönung gewesen. Ah, da ist der Zweigling. Genau, haben wir ja auch gebaut. Aber wo ist der Hirsch? Wir haben doch auch einen Hirsch gebaut. Spinne? Die war, glaube ich, vorher schon hier.
Wo ist denn der Hirsch? Seht ihr hier einen Hirsch? Ich nicht. Naja, wir werden bestimmt wieder hierher kommen, wenn wir den Falmer und die Dwemer-Sachen gebaut haben. So, jetzt wird's Zeit, dass wir uns wieder dem Aufbau von Helgen weiter widmen, also der nächsten Quest. Und da sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Da gibt's dann wieder mehr Action.